Auf meiner Visitenkarte steht Arbeitsassistent und Jobcoach für gewöhnliche Jugendliche. Am meisten. Dass es nicht nur, also dass er so lang war, wie er war, dass man viel Zeit hatte, dass immer auch unterschiedliche Leute da waren, dass es nicht nur einen Lehrer gab, der alles durchbegleitet hat, und dass man die Herausforderung von Videos hatte. Erstes Mal Video, sich selber sehen, gebären. Aber es hat was gebracht, glaube ich. Also was ich kann, ich habe das Gefühl, ich kann hinausgehen und ich kann mit gehörlosen Menschen kommunizieren. Ich habe ein bisschen so das Handwerkzeug mitbekommen und kann mich ausdrücken und habe Selbstbewusstsein bekommen und bin. Die Taubendolmetscher, also der Vortrag über die Taubendolmetscher, die hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt. Das war richtig cool. Das war wie nochmal eine neue Welt, also nochmal eine Tür ist aufgegangen. Das war echt stark. Und was ich noch sagen wollte, in dem Diplomlehrgang, den ich gemacht habe, da gibt es ganz, ganz viele von meinen mittlerweile Freundinnen, haben sich quasi in diese Richtung, noch mehr in diese Richtung entwickelt und arbeiten jetzt im Bereich mit gehörlosen Erwachsenen, Jugendlichen, wie auch immer. Und also ich bin kein Einzelfall quasi. Mach ihn einfach, weil man weiß nicht, wo es hinführt. Und für mich hat es einfach super passt und ja, mich wohin geführt, wo ich nicht wusste, dass ich da mal lande.